Jawohl, da ist er wieder, der Markt. Er hat es tatsächlich geschafft nach dem Wochenende mit einem deutlichen Gap. Wir sind bei 500, nein, bei 9.500, um Himmels Willen, ins Wochenende gegangen vorher. Wir hatten schon ein Aufwärts, na, wenn ich es denn zeichnen könnte, wir hatten schon ein Aufwärtsgap von circa 4%, 3, irgendwas, fast 4%, und sind dann letztlich doch noch 5,8% gestiegen. Also ein Wahnsinnstag, könnte man meinen. Es fällt allerdings, so schön der Tag auch klingen mag, mit Ständen über 10.000 gar nicht so deutlich auf. Hier in den Gesamtbewegungen ist es klar, wir sind so deutlich unterwegs gewesen, dass das natürlich geschluckt wird vom Ganzen. Trotz alledem, super, es ist genau, wie es eigentlich idealerweise kommen sollte. Das soll nicht rechthaberisch klingen, aber es soll einfach dem Chartverlauf typischerweise entsprechen, was wir eigentlich gerne zu erwarten haben. Das muss natürlich nicht exakt so kommen, aber was durchaus nicht untypisch wäre, nämlich dass wir jetzt erstmal retracen, und da haben wir ja Mindestziele bei 10.370 in etwa, der 38er Marke. Wir sehen das oben rechts im Tageschart. Gerne auch 50 bis 61. Ach, das wäre zumindest typisch. Ob das natürlich so kommt, das ist nur wahrscheinlich, aber natürlich nicht gesichert. Das weiß natürlich kein Mensch. Aber damit kann man rechnen. Aber ich habe ja immer was zu maulen, und deshalb schon gleich wieder der Blick auf das, was doof ist. Tatsächlich rechne ich damit, dass der Kurs irgendwie hier hochkommt. Aber man kann es schon erahnen, die Geschwindigkeit ist schon eigentlich wieder zu schnell. Typischerweise müsste das doch eigentlich, na, so nicht unbedingt, müsste das eher irgendwie so aussehen. Das heißt, ich bin mir noch nicht 100% sicher, ob wir jetzt schon feiern können, dass das schon der Anstieg ist. Es ist immer noch nicht auszuschließen, dass wir noch mal einmal runterkommen und dann erst runter, einfach um ein bisschen Zeit zu killen. Ich weiß, das klingt jetzt alles doof, und was für ein ewiger Miesepeter. Das soll gar nicht so klingen, aber zumindest mal von der Statistik her sollte dieses Teilstück gerne ein klein bisschen länger sein, als es sich jetzt anschickt. Also wenn der tatsächlich jetzt hier nach oben explodiert, so wie es jetzt gezeichnet, na, so wie es jetzt gezeichnet ist, ist es denkbar, es ist absolut möglich, es ist realistisch, es enthält alles, was es haben muss. Und wenn der Markt dann wirklich allem zum Trotz weiter nach oben geht, dann erst recht. Aber es wäre zumindest nicht wirklich das typische Bild, deshalb noch nicht in Euphorie geraten, sondern einfach das mal wohlwollend hinnehmen und noch mal gucken, was uns da tatsächlich blüht. Also, aber insgesamt keine schlechten Voraussetzungen, deshalb wollen wir das ruhig mal wohlwollend so in Kauf nehmen, wie es ist. Das Ganze am amerikanischen Markt sieht grundsätzlich ähnlich aus. Wir hatten den deutlichen Schub nach oben, anschließend den Abverkauf. Auch hier so ähnlich, wie wir das ja im Großen öfter mal hatten, hier diese etwas eigenartige Korrektur. Das ist in etwa das, was wir hier ja beim Dow auch hatten. Also man sieht das im großen Bild und im Kleinen. Dieses Muster kommt tatsächlich sehr häufig vor. Das scheint jetzt ebenfalls mit dem Aufwärtssprung hier über die 22.000 wieder vergessen zu sein, diese Abwärtsbewegung. Zumindest mal sind wir auf dem richtigen Weg nach oben. Auch hier sehr gerne eigentlich in der Erwartungshaltung, dass wir sowas, was wir hier vorne gesehen haben, hier hinten dann in der Fortsetzung bekommen. Und man sieht schon, ja, okay, das wäre zwar eigentlich wunderbar, das wäre hier auch angemessen auf den kleinen Ebenen oder ähnlich hier, wenn man das im Stundenchart sich anzeigen lässt. Wir können das mal eben übertragen auf alle Charts. Das sieht hier alles sehr schlüssig aus, aber man kann schon erahnen, für diese Bewegung, es wäre sehr, sehr schnell. Deshalb ein bisschen vorsichtig, aber ich will, wie gesagt, da kein Unkenrufer sein. Solange der Markt dynamisch nach oben geht, gibt sowieso nichts zu maulen. Und solange der Markt korrektiv nach unten geht, gibt es ebenfalls nichts zu maulen. Im Gegenteil, dann wissen wir, welche Richtung wir handeln wollen. Zack. Und dann wissen wir, bei welchen Preisen man sinnvoll einsteigen kann. Also das so als Idee, was man da tun kann, das bietet sich da immer wieder an. Also im Moment die Stimmung sehr, sehr positiv. Können wir uns eigentlich darüber freuen, dass der Markt uns zumindest mal wieder on track hier bringt auf die bullische Seite. Und ob es von dort aus weiter nach oben geht oder dann doch nach unten, das können wir uns dann immer noch überlegen. Wie gesagt, bitte gedanklich zumindest erlauben. Nur von der Wahrscheinlichkeit. Wenn ich das aber sage, das ist vielleicht gut, dass ich das nochmal ausführe. Wenn ich sage, es ist nicht so wahrscheinlich, heißt das niemals, dass das unwahrscheinlich ist, sondern dass wir auch mit Alternativen rechnen müssen. Das ist schon alles. Also das Doofe ist, man weiß ja immer nicht, was passiert, aber das, was typischer ist, damit muss man eher rechnen. Und was weniger typisch ist, damit muss man weniger rechnen. Und was total untypisch ist, damit muss man eben nur im absoluten Notfall mitrechnen. Sprich,
Ich habe es gesagt, es ist eigentlich eine Idee zu steil, ein bisschen zu schnell, das Ganze, aus meiner Sicht. Denn wenn wir das Ganze hier mal so in Einklang bringen, die Abwärtsgeschwindigkeit, die war so. Und wenn das tatsächlich so käme, dann wäre die Korrektur zeitlich schneller als die Abwärtsbewegung. Und die fanden ja viele schon ganz schön heftig schnell. Also wenn wir uns das so mal merken, klassischerweise sollte das ähnlich lang oder vielleicht sogar ein bisschen länger gehen. Also ein kleiner Umweg, um dann erst nach oben zu gehen, wäre ebenfalls noch realistisch. So hätten wir ein bisschen Zeit verloren, was in dem Fall allerdings eher positiv ist. Wir lassen uns mal überraschen. Das, was ich eben gesagt habe, nur als Hintergedanke, immer trotzdem nicht vor lauter Begeisterung sagen, ich kann jetzt kaufen, keine Stops, keine Absicherung, ab jetzt ist es wieder gut, Wetter wird auch wieder wärmer, ich fühle mich besser, Virus AD. Das hat damit erstmal alles gar nichts zu tun, sondern sehr gerne bullisch. Es sieht ja alles andere als nach steigend aus, als nach nicht steigend aus. Und dementsprechend gerne, sehr, sehr gerne bullisch, aber ein bisschen darauf achten, ob der Kurs eben auch hier, wie ich es eben angedeutet habe, mal wackelig runtergeht. Dann freuen, um die Long-Seite zum Beispiel sich wieder triggern zu lassen. Wenn das nicht der Fall ist, dann auf jeden Fall abzusichern und zu sagen, ich ziehe einen Stop hinterher, Möglichkeiten, zum Beispiel in Parabolik oder Supertrend oder was weiß ich, da gibt es verschiedene Varianten, um einfach da den Stop einigermaßen eng dran zu halten. Soweit mal die Ideen. Wer mehr Ideen haben will, der guckt sich den Trade des Tages an. Ich muss gestehen, es kann sein, dass das heute nichts wird. Denn der Markt bietet, so schön es hier alles aussieht, aber keinen richtig greifbaren Einstieg aktuell. Also insofern kann das sein, dass wir das heute ausnahmsweise mal fallen lassen. Dann nicht traurig oder böse sein. Trotzdem super gerne anmelden, denn bei der nächsten Gelegenheit werden wir da natürlich wieder was bringen. Und wer sagt, ich hätte gerne noch mehr Informationen, ich muss doch das live mitkriegen, wenn sowas passiert. Dann kann ich empfehlen, Trade to Go sich anzumelden. Es ist kostenfrei, dank unseres Sponsors hier ATFX gibt es die Möglichkeit, das aufs Smartphone zu bekommen. Das heißt, wenn wir intraday irgendeine Situation sehen oder aber glauben, etwas erklären können zu dürfen, zu müssen, zu sollen, dann schicken wir das dann als Videobeitrag, manchmal als Sprachnachricht, je nachdem, dann ebenfalls raus. Deshalb unbedingt anmelden. Es ist kostenfrei, es kann ja nichts passieren. In diesem Sinne, alles Gute für heute. Bis zum nächsten Mal, liebe Grüße.